Ja, Leute, da sind wir wieder zurück zu einer neuen Folge von Map Changer. Und ja, die Musik kommt auch direkt wieder. Und ich brauche ein bisschen Obsidian, deswegen laufe ich jetzt hier noch ein bisschen rum und hole mir gleich mal welches. Die Frage ist nur, wo ich was kriegen kann, ne? Ja, werden wir aber gleich sehen, denke ich mal. Und ja, ich gucke hier nochmal. Gibt es hier eventuell was? Oh, Leute, da ist ein Skelett. Ja, da gehe ich mal ein bisschen hier den ganzen Leuten aus dem Weg. Ne, ich könnte ja eigentlich auch einfach auf Peaceful stellen. Aber das mache ich jetzt erstmal nicht. Das kann ich ja dann in Minecraft Förder Staffel 2 machen. Wenn wir dann wirklich hier quasi weiterspielen. Das hier ist jetzt nur diese Zwischenshow sozusagen. Und da werde ich erstmal auf Easy dann lassen. Aber sonst kann ich es ja dann mal auch der guten alten Zeiten wegen auf Peaceful stellen. Weil ich früher auch immer auf Peaceful gespielt habe. Immer. Immer, immer. Ja, und keine Ahnung, ich fand das einfach damals besser, weil das sonst mich immer so gestresst hat mit den Mobs. Und ist ja heute nicht anders, ne? Ich weiß nicht, so in letzter Zeit stelle ich auch öfter mal auf Peaceful, weil mich die Mobs einfach nur nerven, ne? Die haben irgendwann einfach keinen Mehrwert mehr. Und naja, was soll ich sagen? Oh, da haben wir Wasser. Geil, Lava meine ich. Wie kann man das nur verwechseln hier? So. Ja, da kann ich ein bisschen Obsidian abbauen, aber ich habe natürlich auch ein Thema, also keine Sorge, dass ihr dann gelangweilt seid. Das wird schon nicht passieren, ne? Außer das Thema ist langweilig, das kann ich jetzt nicht einschätzen. Jetzt ist auch wieder so ein Thema, ich weiß nicht, es ist so eine Sache wieder, wo ich auch so ein bisschen überlegen musste, wie ich das jetzt anspreche. Weil es ist so eine komische Sache. Es geht nämlich darum, Englischunterricht ist unberechenbar. Ne? Also, was meine ich jetzt damit? Ich weiß auch nicht, ich habe das so in meiner Schullaufbahn halt erlebt, schon öfter, dass egal bei welchem Lehrer jetzt auch ich hatte, oh lol, warum war es klar, dass das passiert? Egal bei welchem Lehrer ich hatte, immer war es so, dass dieser Unterricht von vornherein so unberechenbar war. Ne? Das heißt, ja, irgendwie, bevor die Stunde anfängt, weißt du nicht, was passieren wird. Und weiß nicht, das löst bei mir dann auch immer so eine Art Angst aus oder so vor der Stunde oder so. Nervosität, so, was passiert heute wieder? Und so von wegen, ah, schon wieder keinen Bock da drauf und so. Weißt du, so, da ist man dann irgendwie nochmal genervter auch, ja, als in anderen Unterrichtsstunden, wo man dann schon ungefähr weiß, was auf einen zukommt. Also ich weiß nicht, ich finde irgendwie diesen Englischunterricht echt immer so, man kann einfach nicht wissen, was der Lehrer sich jetzt wieder ausdenkt, weil da halt meistens aus so Übungen besteht, ne? Und ich weiß nicht, irgendwie ist es auch teilweise dann echt jedes Mal anders, was der Lehrer so macht und, ja, das wiederholt sich einfach nicht so ein Muster meistens. Und, dadurch kommt es dann eben, dass man, ja, so verunsichert ist oder so sich denkt, ach scheiße, ey, was passiert heute wieder, ne? Und ja, wie gesagt, in anderen Unterricht, in anderen Fächern ist das nicht so. Nicht mal in Geschichte, wo man es jetzt auch vermuten könnte, dass es ja ähnlich ist. Aber in Geschichte geht man meistens so, zumindest von den Übungen her und so, ist es meistens gleich, ne? Und man geht einfach mal im Stoff weiter, macht hier mal eine Karikatur vielleicht und da mal das, ne? Und da mal die Übung, aber man kennt so dieses Muster, dieses Grundlegende. Aber, ja, beim Englischunterricht kenne ich das irgendwie nicht. Da wendet auch unsere jetzige Lehrerin immer wieder was anderes an. Mal heute hier das, dann mal nächste Stunde wieder ganz anders, ne? Immer irgendwelche Methoden, die wieder sich unterscheiden von den vorherigen. Und da weiß man nie, woran man ist so vorher, ne? Und ja, das ist aber auch bei allen Englischlehrern halt gleich, ne? Das ist nicht bei einer dann immer so, sondern bei allen. Und ich bin immer irgendwie froh, wenn ich in Englisch sitze so und weiß, was passieren wird. Also wenn der Lehrer jetzt zum Beispiel am Anfang ankündigt, ja, das und das und das machen wir heute, dann weiß ich nicht, beruhigt mich das irgendwie. Weil ich dann weiß, okay, es kommt ja zumindest nicht irgendeine Scheiße auf mich zu. Was halt leider manchmal auch der Fall ist, ne? Vor allem, wenn man mal irgendwas Kreatives machen muss oder irgend so einen Scheiß oder wieder erzählen muss, was man in den Ferien gemacht hat auf Englisch. Weißt du?
Das ist auf Deutsch schon schwer genug. Da fällt mir mal nämlich nichts ein, was ich erzählen kann, was die anderen auch was angeht, so, weißt du, weil ich meine, man muss dann sich irgendwas ausdenken, und da bin ich total unkreativ, mir was auszudenken. Oder man erzählt eben was, was man wirklich gemacht hat, aber es geht die anderen oft nichts an oder die wollen es auch nicht unbedingt wissen. Und ja, keine Ahnung, ich habe dann keinen Bock, das so vor allen zu sagen, ja. Und das ist halt übelst schwer, dann immer eine Antwort zu finden. Solche Sachen, die nerven mich zum Beispiel einfach nur und sowas will ich in Englisch nicht erleben. Ja, aber ja, und da gibt's aber auch noch so manche andere Sachen, die halt ich einfach scheiße finde im Englischunterricht. Was waren das das eine Mal? Ja, wenn man halt irgendwas zu irgendwelchen Themen aufschreiben muss, die einfach nur scheiße sind oder wo man einfach so kreativ sein muss, ne? Zum Beispiel, da hatten wir mal so eine Aufgabe, was würdest du deiner Mutter schreiben, wenn du dich tätowieren lassen wolltest oder so? Ja, und wie würdest du, oder welches Tattoo würdest du nehmen oder sowas, weißt du? Ich meine, das will ich doch nicht sagen im Unterricht, so. Weißt du, ich will doch nicht sagen, wenn ich jetzt ein Tattoo stechen lassen würde mir, was ich dann nehme, also keine Ahnung, das ist mir einfach unangenehm, so vor allem das zu sagen, so. Und vor allem will ich mir kein Tattoo machen, weißt du? Und was soll ich mir da jetzt aus den Fingern saugen? Solche Aufgaben stressen mich halt einfach nur, ja. Und sowas will ich überhaupt nicht haben, ey. Immer wenn du so irgendwie irgendwas sagen musst, so schnell, so aus, so auf Zwang, weißt du? So hier, mach mal jetzt, sag mal jetzt, komm, los, schnell. Ja, und ich wüsste dann auch nicht, was ich antworten soll. Und sowas hasse ich immer an Englisch. Wenn du sowas irgendwie, ja, erzählen musst und machen musst. Und deswegen, das sind so die Sachen, die eben diesen Englischunterricht unberechenbar machen. Also, damit rechnet keiner vorher, dass eben solche Fragen kommen. Und, ja, dass dann eben wieder solche Übungsmuster da an den Tag gelegt werden. Keine Ahnung. Das ist einfach nur stressig so auf Dauer. Muss ich ja sagen. Ich weiß auch nicht. Also sowas, ja, auch lol, ey. Ich bin ja ein Held. Laufe ich hier schon wieder seit 2 Minuten hoch und hab nicht mal genug Obsidian. Ja, komm, dann nehme ich jetzt das hier. Ist jetzt näher dran. Also sag, warum nicht? Oh Mann. Naja, ich werde mir wahrscheinlich eh auch ein bisschen mehr Obsidian noch ne mitnehmen müssen. Weswegen ich jetzt noch länger farmen darf hier. Ist ja wieder geil. Da kann ich ja hier erstmal gleich die Steine noch mit abbauen. Und dann mache ich gleich mal ein Thumbnail hiervon. Ne? Damit ich einfach mal hier noch eine Chance habe, ja. So. Einfach mal hier so alle Elemente vereint sozusagen, ne? Ich meine, wir haben ja wirklich alle Elemente da hinten: Feuer, Wasser, Erde und Luft, wo ich hier drin stehe, ne? Letztendlich. Naja, egal. So. Okay, passt schon. Ja, dann würde ich sagen, baue ich mal weiter ab hier. Und was soll ich noch groß sagen zur Englisch-Thematik? Ich weiß auch nicht. Also irgendwie finde ich halt diese Unterrichtsgestaltung, dass sie so offen meistens auch ist, ein bisschen blöd. Ja. Dass halt auch die Lehrer so sich das immer selber aussuchen können und immer die Kinder oder die Schüler quälen wollen, dann das finde ich irgendwie auch blöd, ne? Ich meine, warum macht man sowas? Man kann genug Englischübungen machen und dann nimmt man sich immer solche Aufgaben raus, die so scheiße sind einfach. Sowas kann ich überhaupt nicht leiden, ja? Solche, wo man so schnell antworten muss oder so. Wir haben auch meistens, wenn wir so irgendwelche mündlichen Aufgaben kriegen, haben wir übelst wenig Zeit nur, uns Gedanken zu machen, wenn wir so Zeit bekommen. Und wenn wir dann auch so eine Gruppenarbeit zum Beispiel machen und dann zusammen so über irgendwas reden müssen, dann haben wir irgendwie übelst wenig Zeit dafür. Und dann sind wir gerade mal bei Frage 3 von 5, wenn sie schon sagt, ach, jetzt ist Schluss. Ja, das ist jedes Mal so und wir beeilen uns schon beim Reden. Und das ist irgendwie auch stressig. Naja, egal. So, wir sind bei 17 Obsidian. Das passt schon mal. Dann nehme ich nochmal das hier mit.
Ja, also ich weiß nicht, irgendwie so dieser Englischunterricht, wie gesagt, es ist halt alles sehr komisch und ist aber auch bei allen Lehrern so. Also ich würde jetzt keinen Lehrer irgendwie Schuld geben, die Schuld geben. Das ist irgendwie bei allen so, ne? Dass man dann eben nicht weiß, was passieren wird und so weiter und so fort. Also ich weiß nicht, irgendwie ist das nicht so cool. Und ja, vielleicht ist der Lehrplan zu frei. Oder vielleicht schreibt der Lehrplan auch gerade sowas vor. Das ist wahrscheinlich eher die Möglichkeit. Aber ist halt auch blöd dann, ne? Naja. Ich verabschiede mich jetzt erstmal hier an der Stelle. Was schreibt ihr dazu? Was meint ihr dazu? Schreibt's mal rein und ja, dann tschüss.